Wenn ich im Flugzeug sitze, kaufe ich mir vorher immer Magazine, da finde ich irgendetwas, also irgendwelche Versatzstücke, stellt sich halt aus verschiedensten Versatzstücken aus dort und da zusammen. Modezeitschriften, was ich auf der Straße sehe, hin und wieder ist es einfach irgendwas, irgendwo ein Teil rausgesampelt oder irgendwas kopiert. Also es kommt drauf an. Also im Endeffekt kommen immer mehrere Dinge zusammen dann in einem Bild. Und hin und wieder fällt mir auch irgendwas ein, einfach spontan. Also wo es kein Vorbild in dem Sinn gibt. Oder ab und zu sagen, also ich habe in letzter Zeit ein paar so Stillleben halt gemacht. Ne? Aber das ist halt dann, okay, ich will ein Stillleben machen, dann überlege ich mir halt, wie funktioniert ein Stillleben, was braucht ein Stillleben. Ein Teller mit ein paar Früchten drauf, vielleicht im Hintergrund noch eine Vase oder eine Flasche und ein Tisch und dann lasse ich halt eventuell den Tisch weg, dann schwebt das alles und es funktioniert eigentlich nicht mehr richtig. Nicht? Aber ist doch die Erinnerung bzw. das Sujet an Stillleben schon noch da. Also sowas, da gibt es jetzt kein Vorbild in dem Sinn, sondern halt der Vorbild ist vielleicht die Kunstgeschichte. Es funktioniert ganz banal so, also ich mache diese Entwürfe am Computer, ich habe da zwei große Bildschirme, also 30 Zoll und einen kleineren für die Paletten, mache das in Illustrator, die Entwürfe, halt digital 1:1, aber ich arbeite nicht mit der Maus, sondern mit einem Zeichenpad. Also das heißt, ich zeichne einfach, es ist genauso wie wenn ich auf dem Blatt Papier oder mit dem Pinsel an der Wand oder auf der Leinwand was machen würde und das wird dann eben von einer bestimmten Firma, die eben die Folienbilder für mich erzeugt, umgesetzt und ja, es sind Folien, sind Farbfolien, also existierende Farbfolien, so ähnlich wie halt in, weiß ich, Pantone-Palette oder in irgendeiner anderen Palette, Oral-Palette gibt es halt genauso in diesem Medium eine Palette, aus der man halt die Farben aussuchen kann und die schneiden das dann aus und nachdem halt auch jedes digitale File halt, wenn man so will, eine XY im dreidimensionalen Raum auch eine Z-Achse hat, kann man das natürlich dann punktgenau eben nach XY eben genau da einpassen, wo es hingehört. Das Thema war ja, also Arbeiten, eine Arbeit, die angekauft wurde, also eigene Arbeiten, mit irgendetwas aus der Sammlung zu kombinieren. Und da habe ich eben diese afrikanischen Skulpturen gefunden. Und dann war halt relativ schnell klar, dass das funktioniert irgendwie als Idee für mich ganz gut, weil es, naja, nicht wirklich was miteinander zu tun hat und halt aufgrund dessen irgendwie halt, ja, doch gewisse Fragen stellt, ja, also für den Betrachter, also die ich jetzt da auch nicht beantworten werde oder möchte. Es ist eigentlich eine komische Sache, die man vielleicht so nicht machen würde. Und dann wusste ich halt, in welchem Raum soll das sein, also welcher Raum wurde mir zur Verfügung gestellt und dann habe ich mir halt überlegt, wie platziere ich das da rein und was mache ich damit. Und also ich habe eigentlich 10 so Sockel, ich glaube 10 habe ich vorbereiten lassen, also übrig geblieben sind im Endeffekt 4 und ja, einfach auch um irgendwie Möglichkeiten, so Spielmöglichkeiten zu haben. Und ja, also bin heute am Morgen angereist und es klingt vielleicht paradox, also ich hatte überhaupt keinen Plan, aber eigentlich im Hintergrund schon einen klaren Plan, weil halt die Spielelemente, also die Elemente, die ich mir selber zur Verfügung gestellt habe, die waren ja klar. Also ich wusste, womit kann ich operieren, also das schwarze Band war da, das war schon angewiesen, dass das halt gemalt wird und dann wusste ich, also die beiden Bilder sowieso und die Skulpturen, die habe ich ja auch ausgesucht, aus dem Archiv halt, mit Fotos ausgesucht, auch aufgrund der Größe und so weiter und wie das aussieht und welches Volumen die haben und dann wusste ich eben, naja, das steht mir zur Verfügung und ja. Also der Rest ist halt dann erfahren. Da muss man jetzt keine Skizzen machen. Es ist nicht die erste Ausstellung, die ich mache, sondern habe ja schon doch einige Ausstellungen inszeniert und ist dann auch relativ schnell gegangen. Das muss ja nicht lange rumfummeln. Also mir ist es da eher um das
ja, das ist ein blödes Wort, aber eigentlich um das Oberflächliche gegangen. Also wie sehen die aus, wie kann ich sie verwenden, welche Funktion haben sie, aber ging es mir natürlich weniger, also was bedeuten die jetzt im afrikanischen Kontext oder so, weil ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, was sie sind, ich weiß auch nicht den Titel, wie sie heißen, ne? Das ist mir aber auch relativ egal, weil mir ging es darum, also bestimmte Versatzstücke zu haben, die ich dann miteinander kombinieren kann. Diese menschlichen Figuren, wenn man so will, sind also diese Begrüßungsteile. Also die gucken einem an und heißen einem halt willkommen, wenn man so will, oder auch nicht. Und dass ich das nicht dreimal dann hintereinander mache, sondern das müssen dann schon verschiedene Teile sein, natürlich. Und es geht ja auch, also bei so einer Inszenierung geht es natürlich auch darum, dass das nicht redundant wird. Also dass sich nicht Dinge wiederholen, also dass nicht zum Beispiel noch ein zweiter Stuhl hier steht oder so, oder dass da 10 Skulpturen, also weil da würden sich dann bestimmte formale Kriterien auch wiederholen. Also eine Wiederholung mehr oder weniger, das geht, also so gegenüber, wenn man so will, also hier so eine menschliche Figur und hier eine menschliche Figur, das geht. Aber mehr möchte ich dann schon nicht mehr haben, weil das ist eigentlich die einzelnen Teile oder sind Versatzstücke, die Einzelelemente sind angesprochen und mehr braucht es auch nicht. Das aktiviert sich dann besser gegenseitig, als wären da noch, also da steht noch was und dort steht noch was oder hier hängt noch ein Bild oder sonst so. Ich meine, hier ist ja auch, also hier steht ja auch so ein Sitzmöbel rum, wenn man so will. Also ich mache das ganz gerne, weil das einfach, es ist auch so ein Zitat halt von diesen ganzen Museumssituationen, wo halt immer, da steht immer ein hässlicher Stuhl, wo irgendeine Person drauf sitzt, um das irgendwie zu bewachen und ist ein schönes Teil.